Hallo Trio miteinander und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video zu den Neuerungen in SwiftUI. Wie könnte es im Moment anders sein? Ja, und ihr seht, ich habe hier das Projekt vom letzten Mal noch offen, wo wir uns angeschaut haben, wie man den Focus State Property Wrapper mit einem eigenen Typen verheiraten kann, um eben so deutlich flexibler den Fokus für verschiedene Views zu setzen. Und es geht jetzt nicht speziell um Focus State in diesem Video, aber um eine neue Funktion, wieder in Bezug auf Textfelder tatsächlich, in SwiftUI, die man unter anderem dafür sehr praktisch nutzen kann. Deswegen werde ich einfach dieses Beispiel erweitern, um das mal vorzuführen. Und zwar bekommen wir mit Xcode 13, was vermutlich bei Erscheinen dieses Videos jetzt auch schon draußen ist, ich habe jetzt hier aktuell noch die Beta offen, wir bekommen mit Xcode 13 einen neuen Modifier für Textfelder und der nennt sich OnSubmit. Und das ist ein sehr schönes Teil, das es uns ermöglicht, auf die Betätigung der Return-Taste zu reagieren. Also vollkommen egal, ob das jetzt bei einer gekoppelten Hardware-Tastatur die Return-Taste ist oder auf der virtuellen Bildschirm-Tastatur. Wenn die betätigt wird über ein Textfield, dann wird OnSubmit getriggert. Und das ist eben auch etwas, was tatsächlich bisher recht schmerzlich gefehlt hat, um das explizit steuern zu können. Und die Möglichkeiten haben wir jetzt, auf diese Aktion, auf die Betätigung der Return-Taste zu reagieren. Und in diesem Beispiel, was wir beim letzten Mal mit Focus State kennengelernt haben, kann man das auch sehr schön nutzen. Und deswegen führe ich das hier auch einfach mal beispielhaft vor, indem ich damit den Fokus ändere. Ja, wir haben ja hier unser, ich kann das ja gerade schon mal ausführen, damit das parallel auch im Simulator zu sehen ist. Wir haben hier ein ganz einfaches Formular, wo man Username und Passwort eingibt. Und das können wir mit dieser Logik jetzt so erweitern, dass, wenn wir im Username-Field sind, die Return-Taste betätigen, dann im Passwort-Field landen. Und wenn wir dort die Return-Taste betätigen, der Fokus komplett verschwindet. Und genau das setze ich jetzt hier mal um. Das bedeutet, vom Textfield Username aus werde ich nach Betätigen der Return-Taste, wenn OnSubmit aufgerufen wird, den Fokus über unsere Focus-State-Property, Focus-Login-Field, auf Passwort setzen, damit eben dann das Passwort eingegeben werden kann. Und umgekehrt rufe ich auf diesem Secure-Field auch OnSubmit auf und setze Focus-Login-Field auf Nil, um zu sagen, der Fokus soll hier komplett ausgeblendet werden. So testen wir das Ganze mal, beziehungsweise wir können ja auch vorher mal gucken, wie jetzt der aktuelle Stand ist vor dieser Änderung. Wenn ich jetzt hier drin bin, gebe auch mal irgendwas ein und betätige dann die Return-Taste, dann verliert zwar dieses Textfeld den Fokus, aber das war's. Ja, es ist halt nicht so, wie wir es haben wollen, in dem Fall, dass wir sagen, okay, das Passwortfeld soll aktiv werden. So, und dann machen wir das Ganze jetzt mal. Heißt auch, diesen OnSubmit-Modifier, diesen Aufruf können wir uns eigentlich sparen, aber sei es drum, der Vollständigkeit halber, lasse ich das jetzt einfach mal so drin. So, und jetzt wiederholen wir das Ganze. Ich gebe hier mal irgendwas ein. So, und betätige jetzt die Return-Taste. Und ihr seht, dadurch wird jetzt unser OnSubmit-Modifier hier getriggert, der den Fokus auf Passwort setzt und entsprechend landen wir hier im Passwort-Field. Ja, und dann auch hier gleiches Spiel. Wie gesagt, das ist wohl das Standardverhalten, deswegen braucht man das so nicht unbedingt mit dem Setzen von Nil implementieren. Wir haben es trotzdem. Betätigen wir hier nun die Return-Taste, wird der Fokus komplett zurückgesetzt. Aber bedeutet eben, vom Username können wir nach Betätigung von Return direkt die Eingabe im Passwort-Field umsetzen. Eine sehr schöne Lösung. Man merkt einfach, das spielt auch sehr schön zusammen. Ja, und Submit hat man schon vorher für andere Dinge gebrauchen können. Jetzt aber auch mit der neuen Focus API gibt es natürlich auch noch weitere Cases, die sich jetzt richtig schön umsetzen lassen in ihrer Gesamtheit. Ja, und damit bin ich schon am Ende von diesem Video angelangt. Mal noch ein kurzer Ausflug in diesen schönen neuen Modifier, den wir bekommen haben mit OnSubmit. Wenn es dazu Fragen oder Anmerkungen gibt, lasst mir gerne einen Kommentar da. Und ansonsten verabschiede ich mich, wünsche euch eine schöne Zeit und freue mich dann, wenn wir uns in einem der kommenden Videos wiedersehen. Macht's gut und bis bald. Tschüss.